Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und natürlich möchte ich euch zeigen, welche Bilder ich dieses Jahr alles gezeichnet habe. Teilweise sind da auch ein paar digitale Zeichnungen dabei, die ich jetzt hier auf YouTube bislang noch nicht gezeigt habe. In das Jahr 2021 bin ich gestartet mit einer Zeichnung von einem meiner Favoriten, und zwar Guts aus dem Anime bzw. Manga Berserk. Da die gleichen Fragen immer und immer wieder kommen, versuche ich die wichtigsten schon mal vorweg zu beantworten. Die erste wäre, welches Material ich verwende. Da könnt ihr einen Link in der Videobeschreibung finden, wo ihr alle meine Materialien finden könnt. Außerdem könnt ihr auch die jeweiligen Videos angucken und dann seht ihr immer, welches Material ich genau für diese eine Zeichnung verwendet habe. Und ich schreibe da auch immer mit dazu, welche Farbnummern ich verwendet habe. Und für die, die Interesse an einer Zeichnung haben, beziehungsweise an meiner Kunst, da könnt ihr auch alle Links in der Videobeschreibung für finden. Weiter geht's mit einer eher realistischen bzw. semi-realistischen Zeichnung von einem Joker. Dafür hatte ich eine Vorlage, die ein Fanart war. Also es war eine Zeichnung von einem anderen Künstler, der eben ein Fanart gemacht hat und ich habe quasi ein Fanart vom Fanart gemacht. Im Übrigen mache ich das sehr, sehr häufig und daher ist mir auch irgendwie wichtig, nochmal zu sagen, wenn ihr die Vorlagen wissen wollt, also die Bilder, die ich als Vorlage verwendet habe, dann guckt einfach immer das jeweilige Video an. Dort ist immer alles verlinkt und ich nenne auch irgendwie oder ich versuche zu nennen, wie der Artist der Vorlage heißt. Und wenn ihr euch selbst auf Vorlagensuche begeben wollt, dann kann ich euch nur Pinterest empfehlen. Das ist eine App, da könnt ihr einfach alles Mögliche an Bildern finden. Das gleiche gilt für DeviantArt oder ihr benutzt einfach Google. Zufälligerweise kommt hier jetzt gleich nochmal eine Joker-Zeichnung und zwar vom Joaquin Phoenix Joker. Ich fand den Film im Übrigen mega, mega gut. Also ich bin eigentlich nicht so der DC-Fan, aber Joker, den fand ich einfach überragend. Übrigens waren das nicht die ersten beiden Joker, die ich gezeichnet habe. Ich habe auch schon andere Joker gezeichnet. Die sind aber in den vergangenen Jahren entstanden. Und ein Bild ist davon sogar zweimal quasi gezeichnet worden, denn ich habe es einmal digital und einmal traditionell gezeichnet. Als nächstes kommt etwas total Gegensätzliches zu den vorhergegangenen Bildern, und zwar der süße Stitch aus Lilo und Stitch. Hier wurde ich gefragt, ob ich Stitch zusammen mit diesem bekannten Ohana-Spruch zeichnen kann, und da hatte ich dann die Idee, dass ich diesen Spruch einfach in das Buch schreibe und damit Lilo auch noch mit dabei ist, male ich dann quasi ein zweites Bild im Bild und mal die beiden zusammen kuschelnd auf die andere Seite von dem Buch. Und dann folgt auch endlich wieder ein Anime-Motiv und zwar von dem Anime, den ich als allererstes so richtig gerne geguckt habe, und zwar One Piece. Und ich glaube, jeder von euch kennt die Szene, in der Shanks Ruffy das Leben rettet vor diesem Seeungeheuer und dabei seinen rechten Arm verliert. Als nächstes haben wir hier ein Ghibli-Fanart. Und zwar habe ich hierfür ganz, ganz viele Charaktere aus verschiedenen Ghibli-Filmen genommen und die zusammen auf ein Bild gebracht. So könnt ihr hier die Waldgeister sehen von Prinzessin Mononoke, aber auch den Wolf im Hintergrund oder Calcifer aus dem wandelnden Schloss und Chihiros Reise ins Zauberland sowie mein Nachbar Totoro ist auch im Bild mit dabei. Dann haben wir hier das einzige Dragon Ball Fanart, das ich dieses Jahr gezeichnet habe mit Son Goku und Vegeta. Das Besondere an diesem Bild ist es, dass es unfassbar groß ist. Es ist 65 auf 50 cm groß. Solche Bilder zeichne ich eher selten, aber irgendwie Anfang dieses Jahres waren da mehr dabei. Auch die beiden Joker-Bilder, die ich euch schon gezeigt hatte, waren in dieser Größe. Und das ist teilweise auch echt anstrengend, so groß zu zeichnen. Dann gab es dieses Jahr natürlich auch ein paar Tiere und dieser Leopard war sehr, sehr beliebt bei euch. Ich habe dazu im Übrigen auch ein sehr, sehr ausführliches Tutorial gemacht, wie ich das Fell gezeichnet habe und die weißen Schnurrhaare. Also wenn euch das irgendwie interessiert oder wenn ihr Probleme habt beim Fellzeichnen, guckt euch einfach das Tutorial an. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Als nächstes haben wir ein Bild von Team 7, also den Augenpaaren von Kakashi, Naruto, Sasuke und Sakura. Durch diese Zeichnung ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass selbst Anime-Charaktere im Internet gemobbt werden. Ich weiß nicht, warum die Leute mir so oft geschrieben haben, dass die Zeichnung ja viel besser wäre, wenn Sakura nicht mit auf dem Bild ist. Ich verstehe diese Kommentare nicht und ich würde mir nicht ausmalen wollen, wie Naruto, also der Anime Naruto an sich, wäre, wenn es keine Sakura gäbe. Ich glaube, das Ganze wäre ziemlich langweilig geworden.
Dann ging es wieder weiter mit einer realistischen Zeichnung, und zwar einem afrikanischen Elefanten. Ich finde diese Tiere einfach wunderschön, und ich habe mich bei dem Bild dann auch entschieden, das selbst zu rahmen, da die Größe sehr, sehr groß war. Also es war wieder eine größere Zeichnung, und ich finde, der Rahmen passt einfach perfekt für dieses Bild. Im Frühling hatte ich dann eine Porträtphase und angefangen hat das Ganze mit Billie Eilish. Ich liebe einfach ihre Musik und diese Augen sind so wunderschön, dass ich das einfach mal zeichnen musste. Daraufhin folgte dann einer der sexiest men alive in meinen Augen, und zwar Chris Hemsworth, den ich auch schon als Thor gezeichnet habe in den vergangenen Jahren. Und zum Schluss habe ich mich dann an Avril Lavigne versucht, die ich bis heute immer noch sehr, sehr gerne höre. Ich möchte euch hier darauf hinweisen, dass ich die Avril Lavigne-Zeichnung nicht so gut gezeichnet finde wie die Billie Eilish-Zeichnung, obwohl diese ja zu einem früheren Zeitpunkt entstanden ist. Das finde ich zeigt ganz gut, dass man nicht immer in seinen Lernprozessen Schritte vorwärts macht, sondern einfach auch manchmal stagniert oder vielleicht sogar Schritte zurück macht. Aber es geht auf jeden Fall mit der Zeit immer vorwärts. Im April diesen Jahres hatte ich dann zum ersten Mal wirklich Lust, digital zu zeichnen und habe mir da gedacht, ich mache eine Reihe von Sternzeichen. Ich habe leider bis heute noch nicht alle Sternzeichen fertig und auch in diesem Jahr nicht mehr dran gearbeitet. Also das war nur im April und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf digitales Zeichnen und seitdem habe ich nicht mehr weiter dran gearbeitet. Aber ich habe das weiterhin im Hinterkopf und irgendwann möchte ich auch die anderen Sternzeichen ergänzen und fertig machen. Wie so viele meiner Motive gibt es die Sternzeichen natürlich auch als Poster über meinen Online-Shop, aber diese Motive gibt es auch auf Hoodies, T-Shirts, Jacken und so weiter. Und zwar auf meinem Spreadshirt-Shop könnt ihr diese Motive eben auf Kleidung bekommen. Ich verlinke euch den Spreadshirt-Shop auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Nach meiner digitalen Sternzeichenphase hatte ich dann wieder mega Lust mit Stiften zu zeichnen und habe mich hier für Sukuna entschieden aus dem Anime Jujutsu Kaisen. Dieses Jujutsu Kaisen Fanart bleibt natürlich nicht das einzige. Ich habe diesen Anime so gefeiert und musste dann natürlich auch noch weitere Fanarts dazu machen. Und dann folgt eines meiner Highlights dieses Jahr, und zwar meine realistische Zeichnung von Terminator bzw. Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht warum, aber diese Zeichnung ist mir irgendwie besonders gut gelungen. Ich mag sie einfach. Ich mag auch Terminator. Ich mag Arnold Schwarzenegger. Ich mag Bodybuilding. Das ist so vieles, was ich einfach mag. Und deswegen gefällt mir diese Zeichnung besonders gut. Und sie ist auch so die erste Zeichnung, die so wirklich sehr, sehr realistisch wirkt. Also finde ich. Ich glaube, im Mai hatte ich so einen richtigen Run, beziehungsweise das war einer meiner besten Monate, denn danach habe ich Ichigo aus Bleach gezeichnet. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich mag diese Zeichnung besonders gerne. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Zeichnung nochmal neu anfangen musste. Also mein erster Versuch hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe das dann einfach weggeworfen und dann nochmal neu angefangen und das hat sich irgendwie mega gelohnt. Ich war dann so zufrieden mit dem zweiten Versuch und jetzt gehört er zu einer meiner Favoriten. Nach dem Bleach-Fanart wollte ich dann wieder etwas Düsteres und Blutiges zeichnen und habe mich dann für Levi aus Attack on Titan entschieden. Ihr könnt jetzt gleich im Video ganz, ganz viele kleine Stifte sehen und die sind natürlich nicht alle für dieses eine Bild draufgegangen. Ihr seht, da sind auch Farben dabei, die ich für das Bild gar nicht gebraucht haben kann. Und das sind einfach nur die kleinen Stifte, die ich über die Jahre so angesammelt habe. Mittlerweile sind das auch viel, viel, viel mehr und ich habe auch schon ein größeres Glas besorgt und momentan dienen sie einfach nur als Deko. Und wir bleiben düster und dunkel, denn es geht weiter mit einem Solo-Leveling-Fanart. Solo-Leveling ist aktuell nur ein Manga, aber es soll vielleicht in Zukunft auch einen Anime davon geben. In der Mitte diesen Jahres habe ich dann vermutlich meine erfolgreichste Zeichnung gezeichnet, die ich bis jetzt gezeichnet habe, und zwar Gaara aus Naruto. Ich glaube, viele kennen mich aufgrund dieser Zeichnung, denn dieses Video ist das erste Video, welches auf der Plattform TikTok viral ging, mit über 5 Millionen Views. Übrigens ist der Sand, den ich im Bild gesprüht habe, kein echter Sand, sondern einfach nur Farbe aus einer Spraydose. Viele hatten vermutet, das wäre echter Sand. Aber die Idee ist sehr gut und die werde ich mir fürs nächste Mal merken. Und wie ihr vielleicht vermuten könnt, wir bleiben düster und dunkel und auch ein bisschen blutig, denn es geht weiter mit My Hero Academia
Und zwar Darby. Ich liebe so Charaktere, die besondere Eigenschaften an sich haben und besondere äußere Merkmale. Und die Narben von Darby sind einfach sehr, sehr cool. Und das ist dann einfach mal was anderes, wenn man solche Dinge zeichnen kann. Und das finde ich, macht das Ganze viel, viel interessanter und auch furchtbar viel Spaß. Dann folgt endlich mal wieder kein Anime-Bild, aber es bleibt düster und dunkel. Und zwar haben wir hier eigentlich zwei Charaktere. Und zwar den Hexenkönig von Angmar und auch Sauron, beziehungsweise halt das Auge von ihm. Übrigens habe ich das Auge von Sauron hier nicht mit Lumineszenz und Copics gemalt, sondern zum Großteil mit Acrylfarbe. Dann kommt eine Art von Charakter, die ich sehr, sehr selten zeichne, und zwar Gaming-Charakter. Hier habe ich zugesagt, da mir der Charakter einfach vom Design sehr, sehr gut gefallen hat und auch Genshin Impact allgemein finde ich vom Design sehr, sehr gut. Ich zocke zwar nicht selber und habe überhaupt keine Ahnung, was dieser Charakter kann. Ich weiß noch nicht mal, wie man den Namen ausspricht. Xiao, Xiao. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Das Besondere an dem Bild ist, dass ich hier goldene Farbe verwendet habe für die goldenen Details und auch Glitzer im Bild eingesetzt habe. Und da ich im Juli schon Darby gezeichnet habe, muss natürlich im August auch wieder ein My Hero Academia Charakter gezeichnet werden. Und dieses Mal habe ich Touga Himiko gezeichnet. Ich habe im Übrigen davor, also die Jahre davor, auch schon mal All Might, Deku und Bakugo gezeichnet. Von allen My Hero Academia Fanarts, die ich bis jetzt gemacht habe, ist Touga Himiko mein Favorite. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht habt oder ob es nur mir so geht, aber ich finde, sie ist Harley Quinn furchtbar ähnlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich verbinde die beiden irgendwie immer miteinander. Geht euch das auch so? Und dann folgt die zweite Zeichnung von Attack on Titan und zwar Eren Jäger. Ich habe Eren schon mal gezeichnet in dem alten Look und ich wollte ihn auch unbedingt nochmal so zeichnen, wie er in der vierten Staffel zu sehen ist. Und dann war mir wieder nach etwas girlyhaften, etwas, was mehr Mädchen ist. Und ich habe mich da dann für Zero Two entschieden. Und wie ihr ganz gut im Video sehen konntet, habe ich da wieder so Glitzerpulver eingesetzt und auch ein bisschen Goldfarbe, die schimmert. Und wie vorhin schon angekündigt, gibt es noch eine Jujutsu Kaisen Fanart-Zeichnung. Und zwar dieses Mal von Gojo. Und ich werde ihn im kommenden Jahr bestimmt nochmal zeichnen. Denn es ist einfach einer meiner Favoriten. Der Charakter ist einfach so ultra lustig und auch mit der Grund, warum ich den Anime so gerne mochte. In the Shinobi world, it's not how you live, it's how you die. Dieser Sound kommt dem einen oder anderen von euch vielleicht bekannt vor, denn das Bild mit Jiraiya ist auf TikTok viral gegangen und im Video war genau dieser Sound in einer längeren Version zu hören. Ich vermute daher mal, dass dieses Bild eines eurer Favoriten ist, aber lasst mich doch mal wissen, welches ihr am besten findet von den Bildern, die ich dieses Jahr, also 2021, gezeichnet habe. Es geht weiter mit einem Charakter aus einem Anime, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich hoffe, ich werde bald die Zeit dazu finden, Demon Slayer anzugucken. Bis jetzt habe ich nur den Trailer sehen können, aber auch schon der hat mich total umgehauen und deswegen ist das nicht das letzte Fanart, was ihr in dem Video sehen werdet. Dann gab es dieses Jahr noch ein paar digitale Zeichnungen, die ich nicht direkt dieses Jahr gezeichnet habe, sondern nur überarbeitet habe. Also die Zeichnungen sind eigentlich schon in den Jahren vorher entstanden, aber in diesem Jahr habe ich noch mal ein paar Kleinigkeiten daran verändert und das wollte ich euch einfach noch mit dazu zeigen. Und wie vorhin schon angekündigt, folgt jetzt hier ein weiteres Fanart von Sukuna bzw. Itadori. Und Itadori oder eher Sukuna ist wieder so ein Charakter, bei dem ich mir denke, dass das Charakterdesign einfach mega cool ist. Ich liebe diese Tätowierungen und ich glaube, ich muss auch mal andere Anime-Charaktere mit diesen Tätowierungen zeichnen. Das letzte Bild, welches ich im Oktober gezeichnet habe, war wieder eine digitale Zeichnung. Diese Zeichnung war für einen Wettbewerb, der passend zur Halloween stattgefunden hat. Und eines der Themen war, dass man eine Schnecke mit Geisterhaus bzw. Schloss zeichnen soll. Und das Thema hat mir gefallen und deswegen habe ich dann einfach bei dem Wettbewerb mitgemacht. Es geht traditionell weiter mit dem zweiten Demon Slayer Fanart, welches ich dieses Jahr gezeichnet habe. Ich weiß nicht wieso, aber bei dieser Zeichnung wurde ich irgendwie kritisiert, dass die beiden ja kein Liebespärchen sind. Und ich verstehe nicht, wie man bei dem Bild darauf kommt, dass sie ein Liebespärchen sind, denn ich finde, dieses Bild fängt Geschwisterliebe sehr gut ein. Also nochmal zur Klarstellung, dieses Bild zeigt einen Bruder, der seine Schwester über alles liebt. Und natürlich darf kein Jahr verstreichen, ohne dass ich meinen Lieblingscharakter gezeichnet habe, und zwar Zoro aus dem Anime One Piece.
Zorro ist mit einer der Charaktere, die ich mit Abstand am öftesten schon gezeichnet habe, und es wird einfach nie langweilig. Das kann vielleicht daran liegen, dass es mein Lieblingscharakter ist und ich auch sein Design sehr cool finde. Ich finde es cool, dass er mit drei Schwertern kämpft, muskulös ist und diese drei Ohrringe hat. Im November hatte ich dann nochmal richtig Lust, realistisch zu zeichnen und habe mich dafür The Witcher entschieden. Ich habe die Serie einfach über alles gefeiert und freue mich so sehr, dass jetzt dann die zweite Staffel rauskommt. Und ich glaube, die Zeichnung ist mir auch sehr gut gelungen. Und da die Frage immer und immer wieder kommt, wie ich die weißen Härchen gezeichnet habe, ich verwende dafür entweder Acrylfarbe, die könnt ihr auch im Bild sehen, Copic Opaque White oder einen weißen Gelstift. Als nächstes kommt dann ein Motiv, was wieder sehr, sehr oft von euch gefragt wurde, und zwar Itachi. Den habe ich hier jetzt digital gezeichnet. Ich habe aber zuerst versucht, das Ganze traditionell zu zeichnen, aber irgendwie war ich so gar nicht zufrieden mit der Zeichnung und habe irgendwie seit Anfang an dann schon so ein komisches Gefühl gehabt, habe das Bild dann einfach weggelegt und das Ganze nochmal digital und neu angefangen. Und da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, folgt hier jetzt meine dritte Sukuna-Zeichnung und ich glaube, das ist meine Favoritenzeichnung. Ich habe mir aber fest vorgenommen, dass ich im nächsten Jahr auch noch andere Charaktere aus Jujutsu Kaisen zeichnen werde, zum Beispiel Megumi. Die letzte Zeichnung, die ich euch in diesem Video zeigen kann, und zwar Pain aus Naruto. Das ist die Zeichnung, die ich jetzt noch im Dezember fertig gemacht habe, und sollte ich noch eine weitere Zeichnung anfangen oder sogar fertig bekommen, dann zeige ich die euch dann natürlich gleich im neuen Jahr. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ihr habt vielleicht sogar ein bisschen Inspiration gefunden, was ihr als nächstes zeichnen könnt. Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, welche dieser Zeichnungen von dem Jahr eure Favoriten sind, das würde mich echt brennend interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und macht es gut und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder.